Moin. Ich bin hier gerade in Hamburg unterwegs. Hamburger Hafen. Und ich wollte hier mal ein kleines Video für euch aufnehmen, weil es ein Thema, das mir neulich gekommen ist in einem Gespräch. Und zwar geht es darum, ob es chronisch ist oder akut. Also vielleicht kennst du das selber, dass du irgendein Symptom hast, das ganz plötzlich aufgetreten ist. Und mir ist es eben aufgefallen, weil ich neulich ein Gespräch hatte und da ging es um einen Tinnitus und der ist relativ plötzlich aufgetreten und ich bin dann im Gespräch aber trotzdem drauf gekommen, was man bei chronischen Krankheiten eben machen kann und dann hatte derjenige mir aber nochmal gesagt, so, ja, aber was meinst du jetzt mit chronisch? Wieso kann das chronisch sein? Also es ist ja so plötzlich aufgetaucht mit dem Tinnitus und derjenige hatte mir eben auch erzählt mit, dass vorher schon Kopfschmerzen da sind und dabei ist mir ein ganz schöner Vergleich gekommen, den ich unbedingt mit dir teilen wollte. Wenn du dich noch nicht genauer eben mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, mit der Entgiftung, wie die Reinigung des Körpers abläuft, dann gebe ich dir gleich nämlich noch einen Tipp. Ist nämlich ganz wichtig, Professor Arnold Ehret, der hat da ganz schöne Schriften zu. Die würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Und werde ich auch mal einen Link drunter stellen, wo du dir die kostenlos durchlesen kannst. Und zwar, jetzt zu dem Vergleich aber. Wenn du mal überlegst, manche chronische Prozesse, manche Ausscheidungs-Reinigungsprozesse, manche Symptome, die eben so plötzlich auftauchen können wie ein Tinnitus oder irgendwelche Ekzeme an der Haut, das sind häufig Prozesse, die auch über Jahre entstanden sein können. Also, das kann häufig der Fall sein, wie irgendwann hörst du im Dschungel, im Wald, ganz laut, wenn der Baum umfällt. Gibt es einen Knall und du merkst es. Aber bevor so ein Baum umfällt, ist der häufig jahrelang morsch. Und es ist ein langsamer Prozess, wo das Holz immer instabiler wird. Und dieser Moment, wo der Baum umfällt, ist dann eben nur ein Moment und dann knallt. Aber im Grunde hat sich das Ganze angekündigt und das Leben war schon vorher aus diesem Baum heraus. Und er war nicht mehr lebendig, ist nicht mehr gewachsen. Und das kann man eben feststellen und man kann merken, jetzt auf einen Menschen übertragen, wie dieser Reinigungsprozess abläuft. Und deshalb gilt es auch bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast, dass du irgendwelche akuten Symptome hast, dann gilt es eben auch zu überprüfen, was bedeutet dieses Akute, könnte da nicht doch was Chronisches dahinter stecken. Aber dazu muss man eben den Entgiftungsprozess erstmal verstehen. Das ist eben das Wichtige und deshalb auch, ja, das, wo ich schon erwähnt hatte, diese Schriften von Arnold Ehret, schau da unbedingt mal rein und lest die dir durch. Lest die dir wirklich mal komplett durch, dann siehst du wirklich, hey, wie dieser Prozess abläuft, wie kannst du die Reinigung steuern, was passiert da eigentlich im Körper und was sind eigentlich Krankheiten, diese Definitionen, wenn dann mal dieser Baum umfällt, diese Definitionen von Krankheiten, die sich vorher eigentlich schon ankündigen, aber dann eben mit einem Schlag, mit einem Lauten passieren. Also schau dir das einfach mal an. Den Link stelle ich unten drunter zu den Schriften, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.